Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Katastrophenfolge, denn wir haben ein 10er-Gefecht im Primo Victoria. Auf der Karte war die im Begegnungsgefecht. Ja, ich versuche mal ganz kurz auf den Berg mit oben hinzufahren, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob das die beste Idee ist. Wir versuchen es trotzdem. Time to cool öd. Ja, also 10er und 9er finde ich jetzt eher ein bisschen unsympathisch, muss ich sagen. Ich hätte es ja eher angenehmer gefunden, wenn es jetzt so ein 8er-Match wird, aber ey, müsst ihr wissen. Das ist okay. Wir haben wenigstens ein 10er bei uns. Oh, ich wurde gesehen, das ist ungünstig. Mag ich nicht. Bitte schauen Sie weg. Tock. Okay, wenn er da so steht, dann muss ich es einfach riskieren, kurz dahin zu gucken. Oh Gott. Ja, ist ja gut, mache ich ja nicht, wenn ihr es alle auch so seht. Wobei, es rätst aber schon irgendwie. Na komm, ist egal. Wobei verdient hat das ja der T55A, ne? So wie er da steht, müsste der eigentlich die Fresse kriegen. Na, jetzt flieht er auch, ja. Gut so. Der Boden. Lol. Boah. Der Todesstern hat ihn getroffen. Natürlich steht ein Skoda hinten. Wieso steht denn ein Skoda da hinten und wartet, während sein Mate schon durchpusht? Das sind auch so Leute, die finde ich auch wieder geil, weil sie lassen ihr Mates an der Front sterben und einfach durchfahren. Die scheißen da drauf. Und bleiben einfach auf ihrer Position stehen. So richtige Anti-Mates. Also klar, die Position war gut und so, und da hätte eigentlich nicht so durchpushen dürfen, ein anderer Verbündeter. Aber den halt komplett drauf gehen zu lassen, ich weiß nicht. Also ja, irgendwie schon, irgendwie aber auch nicht. Hallihallo, lieber Skoda. Wieso habe ich eigentlich die zweite Munition geladen? Habe ich aus den 2 gedrückt? Ach so, weil es ein 10er-Gefecht ist. Stimmt, ich erinnere mich. Das war eine pure Sicherheitsmaßnahme. Weißt du, jetzt verpisst er sich. Jetzt, wo ein Progetto da ist, ne? Mhm. Du feige Sau, komm her. Toll. Das ist doch doof. Und nu? Ah, der Progetto ist jetzt auch unten. Das ist ungünstig für mich. Boden? Hat der Magazin? Was passiert denn hier jetzt gerade? Alter! Da hat sie den zerrissen und mein Panzer dachte ich so, ein bisschen Artilleriegeschoss auf dem Dach. Fühlt sich gut an. Nehme ich mit. Hey, was für eine komische Runde. Hey, wir sind einfach fast tot und haben noch nichts getan. Okay, ich werde hier wahrscheinlich jetzt drauf gehen. Ich probiere es trotzdem durchzufahren. Zumindest hinter diese kleine Ecke da. Ach, hier ist so ein Seitenschutz. Stimmt, die vergesse ich jedes Mal. Oh. Gehittet. Nein, was machst du nicht, Ferdinand? Bitte nicht. Ich brauche diese HP noch. Geht noch ein bisschen. So, ne? So ist gut. So, IS-4. Schießt genau hinter der Deckung. Verdammt, Mann. Okay, pass auf, wir werden jetzt drauf gehen, aber ist egal. Wir versuchen es trotzdem durchzufahren. Oh, hi. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oder schlecht. Er sieht beide Artilleriepanzer stehen, habe ich jetzt echt nicht erwartet. Lol. Danke fürs Geschenk. The fuck? Nice.
Hat sich ja dann doch noch gelohnt. Hey, Leute, das gesamte Team von denen ist ja tot. WTF, wann ist denn das passiert? What the fuck? Ich habe einfach gar nicht mitbekommen, wie die Runde abgelaufen ist. Aber ich war anwesend. Finde ich gut. Ich war zumindest dabei. Habe sogar noch eigentlich okay Werte bekommen. Hä? Oh, ne. Meinen kann man mal mitnehmen, ne? 100.000 sogar. Das war sogar voll die gute Bewertung. Also Runde hier. Was Belohnung angeht, meine ich. Nett. Außenposten. Wenigstens sind das diesmal Achterpanzer. Da fühle ich mich viel wohler mit. Oh Mann, no. Aha. Mhm, mhm, mhm. Ich fahre mal so vorsichtig in die Mitte erstmal zum Gucken. Dann können wir in beide Richtungen noch ein bisschen verschieben. Ich finde, die können das gerne einfach, dass man auch hier hochfahren kann. Bei der Karte. Das finde ich bei Ansturm immer so ziemlich cool, dass du dann halt auch da rumfahren kannst und trotzdem hier oben hinkommst. Okay, sorry, ich gucke ja nicht nochmal. 158 Damage hat er gemacht, ich 224, finde ich auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Deal. Da ist ein C52 Liss und wir haben dann eine große Heavy Front. Wir können also auf jeden Fall hier um die Ecke gucken und zumindest da eventuell was reißen. Okay, es macht auch Sinn fortzufahren. Es sei denn natürlich, der Badgehead kommt da irgendwie runter, dann wäre das natürlich ein bisschen ärgerlich, aber auf dem aktuellen Zeitpunkt, so wie es jetzt gerade aussieht, könnte das sehr sinnvoll sein, noch hier lang zu fahren. Auch wenn der Badgehead eventuell echt gefährlich wird für mich. Okay, er scheint mich noch nicht wahrgenommen zu haben. Das ist gut. Das ist schlecht. Kein Problem. Centurion können wir bekämpfen. Nein! Och nö. Och Mann. Ich wollte jetzt ein schönes Battle mit dem Medium-Panzer machen. Und dann kommt der Haufen angefahren. Och nö. Du bist so ein Spielverderber da hinten. Ja, Wahnsinn. Och Mann, das war so toll, die Front. Ja, ach, Wahnsinn. Das ist ärgerlich. Naja, wir machen eine dritte Runde. Das finde ich aber echt ein bisschen schade, dass jetzt Dale noch dann gekommen ist. Und die ganzen Heavys von uns stehen auf einen einzigen kleinen Punkt drauf. Hm. Naja, ich meine, gut funktioniert ja auch irgendwie, hoffentlich, ne? Aber das fand ich jetzt ärgerlich. Ich hätte jetzt so ein schönes Battle mit den drei machen können hier. Ach Mann. Geisterstadt in Runde 2 oder 3 oder 4 oder 5. Mhm. 3 müsste es, glaube ich, sein, ne? Ja. Ja, logischerweise. Ich mache immer zwei Runden pro Folge und dann ist jetzt die dritte. Progetto und Scorpion. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall gute Verbündete. Könnten eine ganz gute Front werden. Ich muss mich ein bisschen daran gewöhnen. Ich bin so jetzt gerade in Ansturm-Modus drin. Da spielt es aber so anders irgendwie. Und in Ansturm, muss ich auch sagen, läuft es echt gut. Also wirklich gut tatsächlich. Ich bin selber überrascht, wie gut es läuft. Aber es ist halt komplett anders als hier mit 15 Leuten. Mit Artillerie. Und ganz anderen Stufen und Panzern. Muss ich erstmal mit klarkommen, ne? Ach, wie schön, dass es keinen Teamschaden gibt. Sonst müsste sie sich gleich ein neues Heck kaufen. Wie langsam ich einfach bin im Vergleich zum Progetto. Krass. Warte, Progetto. Ich bin gleich bei dir, mein Freund. Bitte warte doch. Du bist in Gefahr, bitte warte doch. Was muss ich eigentlich machen? Schaden an Jagdpanzern und zwei zerstören. Okay. Hm, BZ, angenehm. Man kann sich unterhalten. Mhm. Das war ein Stück zu viel.
War ich so im Modus Fahren drin? We didn't even scratch them. Hallo. Ein Iron Arnie. Nett. Daneben. Bin ein Profi. Der fährt zu mir. Ah, nee, doch nicht. Oh, Gott sei Dank. Ich treffe ihn nicht, natürlich, leider. Ja, diese kleine Mini-Dingens da oben ist halt ein bisschen klein. Und ich treffe sie einfach nicht. Das ist so bitter. Okay, das war natürlich ein Free-Hit. Danke dafür. Sehr gut. Oh, scheiße, Mann. Damn, Junge. Da sind viele Gegner. Ich meine, ich versuche jetzt ein bisschen zu halten hier, aber... Wow, jetzt brauche ich echt Backup. Oh Gott, der Skorpion hat schon viel Fresse gekriegt. Mies. Ja, und der BZ, ist das nicht geil, Leute? Oh, das freut mich. Da kommt richtig Freude auf, wenn man das so in die Seite geballert bekommt. Geil, oh, Schmeckt überhaupt nicht gut. Ja, und nochmal, gönn dir. Ach, fuck. Ja gut, ich würde sagen, mit dem Primo Victoria will es gerade nicht funktionieren. Dann lassen wir es mal stehen, ne? Schade.